Guten Morgen, liebe Zuschauer. Guten Morgen, Werner. Hallo, Michael. Wir haben uns heute wieder zusammengefunden für das nächste Interview. Nochmal an dieser Stelle, werte Zuschauer, ich werde jetzt keine oder wir werden keine konkreten Anfragen beantworten, die mich per Mail erreicht haben. Ich habe das an den Dr. Ulrich weitergeleitet und er wird sich direkt mit Ihnen in Verbindung setzen. Ich bitte hier um Nachsicht, ansonsten würden wir unsere Sendezeit bei Weitem sprengen. Danke für Ihr Verständnis. Das heutige Thema, ich hatte es beim letzten Mal angekündigt, Diabetes, das Thema Amputation und muss das denn überhaupt sein? Wir wissen auch vor allen Dingen aus den Medien, die Diabeteserkrankungen nehmen zu und in ganz schlimmen Fällen kommt es dann auch zur Amputation des sogenannten diabetischen Fußes. Taucht natürlich sofort die Frage auf, muss dann eine Amputation sein? Und diese Frage gebe ich sehr gern an Werner weiter. Muss amputiert werden? Also da könnte man noch ein bisschen früher anfangen, müsste sagen, muss man einen Diabetes haben? Aber das ist ein anderes Thema, denn gegenüber der allgemein verbreiteten Meinung, dass einmal Diabetes immer Diabetes vorherrscht und das nicht heilbar wäre, Diabetes ist auch heilbar. Aber darüber sprechen wir zu einem anderen Zeitpunkt. Ja, der diabetische Fuß, das heißt die Amputation von Zehen und schrittweise dann des ganzen Beines, das ist meistens der Beginn, ist eine Reaktion unserer Medizin, unserer Chirurgen auf die Tatsache, dass durch Diabetes die Gefäße, die arteriellen Gefäße, veröden und kein genügend Sauerstoff, immer wieder das gleiche Thema, es kommt nicht genügend Sauerstoff in die Zellen, und so verändern sich die Gefäßwandzellen und die Zellen, die versorgt werden sollen. Es gibt das berühmte offene Bein, das ist ja sicherlich bekannt bei älteren Menschen, die längere Zeit Diabetes haben. In jeder größeren Familienfeier ist jemand betagt dabei, der ein offenes Bein hat und wo dort amputiert werden muss. Wir haben zwischen 40.000 und 50.000 Amputationen jährlich in Deutschland, die Diabetiker betreffen. Und ich meine, das muss nicht sein. Okay. Und dazu kann man auch Beispiele geben und Veränderungen nicht. Jemand, der darüber Bescheid weiß, kann das umgehen und die Amputation, ich denke, das sind 40.000 bis 50.000 Amputationen zu viel. Die müssen nicht sein. Okay, 40.000 bis 50.000 Amputationen, das sind ja lebenseinschränkende Eingriffe. Meine Zehen oder so ein Fuß ist weg. Damit habe ich automatisch eine irre Behinderung. Da wird mir wahrscheinlich auch jeder von Ihnen zustimmen, liebe Zuschauer. Es muss also keine Amputation sein. Gibt es aus deinem Umfeld konkrete Beispiele oder ein konkretes Beispiel, was du hier für unsere Zuschauer natürlich anonymisiert kurz darstellen könntest, Werner? Ja, zunächst erstmal, warum meint man, muss amputiert werden? Wir haben dort eine Infektion, eine bakterielle Infektion, eine Sepsis, die nicht beherrscht wird, weil dort keine genügende Sauerstoffversorgung ist. Wir haben also Bakterien, die mehr oder weniger, das ist jetzt nicht sehr appetitlich, das Gewebe auffressen und das Gewebe in ähnlichen Fäulniszustand bringen. Und um nicht den ganzen Körper zu vergiften durch die Sepsis, wird dann amputiert. Weil wir durch Antibiotika den Herd nicht erreichen. Ich erinnere daran, die Gefäßversorgung ist ja eingeschränkt, also kommt auch ein Antibiotikum, ein Medikament nicht dorthin. Ob ich das von außen auftrage oder ob ich das oral nehme, ob das in die Muskel oder in die Gefäße gespritzt wird, es kommt dort nicht an und daher sieht die herkömmliche Medizin dann meistens die Amputation als Möglichkeit. Nur, es gibt auch Möglichkeiten, wie wir mit anderen Therapien, auch wenn die Gefäße nicht mehr transportabel sind, nicht mehr die Kapazität haben, um Stoffe zu transportieren, die Frequenzen, die Bakterien, Parasiten zerstören, die sind da. Wir sprachen ja schon einmal über das Agile Care, die Parasitenzerstörung. Und jetzt wurde nach dem Beispiel gefragt und ich bin ganz, ganz stolz, dass vor mittlerweile sind es 7 oder 8 Jahren ein 60-jähriger Patient an einem diabetischen Fuß litt. Das hat sich so entzündet, dass
dass man auch leider feststellen musste, speziell für ihn hergestellte, an Universitäten hergestellte Antibiotika halfen nicht mehr. Mhm. Und es hieß, heute ist der Termin Amputation. Und der Patient hat sich erinnert, das heißt sein Sohn hat sich erinnert, wie eben ich das mal vorgetragen habe, zur Ayurcare. Mhm. Und hat das sozusagen als Hoffnung gesehen, Amputation eine Woche aufzuschieben und dafür Ayurcare zu machen. Und er hat bloß zweimal diese in seinem Bett, in seinem Krankenbett, okay. Die Elektroden für jeweils 20 Minuten in der Hand gehalten. Ja. Und nichts weiter dabei gespürt, außer einem leichten Kribbeln in den Händen ab und zu mal. Und danach waren die Bakterien nicht mehr nachweisbar. Mhm. Es gab keinen Grund mehr, den Fuß zu amputieren. Er heilte ab, weil die gefährlichen Bakterien waren ja weg, die Parasiten, die schädigen. Das heißt, es war dann auch sichtbar, die Veränderung es, an das dem ist, Fuß? Das ist sofort sichtbar. Das ist sogenannte offene Bein, diese Verwundung, die man nicht mehr heilen kann, diese Wundheilungsstörung, ist sichtlich schnell zurückgegangen. Ja. Der Patient hat sich ja wohlgefühlt, er fieberte auch nicht mehr. Ja. Und zum Glück konnte er sich durchsetzen, ich muss sagen, auch gegen einen geringen Widerstand. Der Chirurgen, die das Bein amputieren wollten, in voller Länge, hat das erhalten. Und da das 7 bis 8 Jahre her ist, der Patient ist mittlerweile 67 oder 68 Jahre alt, damals war er 60. Wunderbar, er läuft auf beiden Beinen herum und hat kein Problem. Das ist möglich durch die Frequenztherapie nach Rife oder Agilcare. Mhm. Und das sollte man aus meiner Sicht immer einsetzen, bevor amputiert wird. Ich kann nicht hundertprozentig versprechen, dass unser Immunsystem diese Stärke aufnimmt vom Agilcare, um die Parasiten zu zerstören. Das immer funktioniert, aber in vielen, vielen Fällen weltweit hilft das. Und ich meine, das wäre eine sehr gute Möglichkeit, die Amputation zu verhindern. Okay, das heißt, dieser konkrete Patient, seinerzeit 60, lag also im Krankenhausbett und hat das Gerät Agilcare zweimal benutzt für 20 Minuten? Ja, ganz genau. Und das war's dann? Das war's dann. So ist es. Und dann sind diese Wirkungen eingetreten und die Ärzte haben gesagt, okay, dann müssen wir. Sie konnten es nicht mehr ablehnen, die Amputation. Ja. Okay, okay. Und leider muss ich dazu sagen, sie haben sich auch bei mir nicht dafür interessiert, denn es wäre ja auch für Ärzte eine Möglichkeit, das einzusetzen. Okay. Ihr Handwerk scheint das Amputieren zu sein. Okay, danke. Werte Zuschauer, wir haben heute zum Thema Diabetes, Amputation muss das sein, denke ich mal, eine ganze Menge gelernt. Durch Dr. Ulrich. Werner, Dankeschön dafür. Meine Empfehlung, Sie bekommen das auch entsprechend eingeblendet. Bei solchen Problemstellungen wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an Dr. Ulrich per Mail, per Telefon und holen Sie sich auch diese entsprechenden Informationen in seinem Informationsdienst. Da sind diese Dinge vorhanden. Wir haben ja in einem der letzten Interviews recht ausführlich über dieses Gerät Agilcare gesprochen. Sie finden das alles in diesem Informationsdienst Agilsmart, gar kein Problem. Vielen Dank für Ihre heutige Aufmerksamkeit. Bei unserem nächsten Interview werden wir uns mit dem Thema der Tumor und sein Tod beschäftigen. Danke und eine angenehme Zeit.